Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Minecraft Let's Plays. Und ja, wir sind immer noch in der Mine, wo wir das mal aufgehört haben. Und ich habe jetzt endlich mal nachgeschaut, wo es Diamanten gibt in dieser neuen Version. Und eigentlich so viel hat sich nicht mal geändert. Es gibt immer noch ab Höhe 16 Diamanten. Also ab Höhe 16 abwärts dann. Und das Einzige, was sich eben geändert hat, ist, dass es nicht mehr so gleichmäßig spawnt. Also, ich sag's mal gleichmäßig. Bei Höhe 16 kommen sehr, sehr wenige vor und dann wird's nach unten zu, ist immer mehr. Bis eben nach minus 64, wo dann das Ende ist. Daher ist es trotzdem ganz gut, wenn ich mich weiter nach unten trage, bis zum Bedrock. Okay, da geht es sehr tief runter. Ja. Nee, okay. Das hat gerade nur ein bisschen so ausgesehen. Ich glaube, das ist ein Villager-Zombie. Oh, da kommt ein Skelett. Ich bin weg. Tschüss. Viel Spaß, Skelett. Der Zombie gehört dir. Naja, auf jeden Fall ist es immer noch unten beim Bedrock, das Meister an Diamant. Das heißt, wir gehen runter. Wahrscheinlich werde ich eh noch mal komplett nach oben laufen müssen, weil die Spitzhacken ausgehen. Ich glaube, ich habe noch eine in Reserve gerade im Inventar. Ja, genau. Und ja, ich habe vergessen, die Mod einzustellen, beziehungsweise überhaupt nachzugucken, wie man es ändert. Deshalb werde ich schon früh genug Bescheid sagen, wenn die Spitzhacke kaputt geht. Ich kann mal so ein bisschen einplanen. Ist noch eine da. Ein Ersatz. Dann crafte ich die vielleicht noch alle zusammen gleich. Dann habe ich noch mal so eine halbe übrig, wenn es hochkommt. Und dafür ist es ja ganz okay. Dann hat man auch mal so eine Notfallspitzhacke. Minus 19. Komm schon. 3 Diamanten für eine Spitzhacke, damit das ihr Nether-Portal. Damit das Nether-Portal weg kann. Ach, das ist eine Spinne, okay. Ansonsten. Ach, hier ist auch sogar ein Mineshaft drin. Okay. Ich denk mal, ich werde noch ein paar Mal hier runterkommen, wenn da echt so vieles Zeug ist. Nice. Da ist ein Skelett. Das lasse ich einfach mal in Ruhe. Weil jetzt sind wir einfach nur am Farmen, nicht am Falten. So. Eventuell in diesen Minenschächten gibt es ja auch immer Giftspinnen-Spawner. Gucken, vielleicht kann ich daraus sogar eine XP-Farm dann bauen. Ja, ganz praktisch. Das. Ach, das ist das Tuff, okay. Sieht eigentlich auch interessant aus in einem Texture Pack. Minus 40, okay. Wir sind bald am Ziel.
Tagen, wenn ich es schaffe, buddel ich mich bis so minus 60, minus 55 mal runter, um den Dreh. Und dann baue ich erstmal so eine kleine Kammer, wo ich einen Waypoint reinsetze. Dann können wir jetzt nämlich immer wieder hin teleportieren. Da muss man nicht diese ewig lange Treppe hochlaufen. Was aber halt doch ganz nervig ist. Mit dieser Minimap konnte man sich ja irgendwie teleportieren, aber... Ich muss gleich nochmal gucken, wie das ging, wenn wir dann hoch müssen. Okay. Okay, hier fängt der Bedrock an. Sehr schön. Ich hoffe, das ist oberste Stelle Bedrock, die es hier gibt. Weil dann meinen wir hier drauf. Beziehungsweise könnte eigentlich noch ein, zwei höher gehen. Fällt mir gerade auf. Was, wenn die Dias unter mir spawnen? Ja, so. So ist, denke ich, ganz okay. Dann ist nur diese Kammer halt nach unten. Ist eh besser, wenn ich mich teleportieren will. Ich könnte es verlieren, dass ich einfach so in der Wand stecken bleibe. Das wäre nicht so gut. So. Au. Ja. Ich sehe es. Ich habe wieder die Fackeln vergessen. Es ist halt so praktisch, dass es leuchtet und gleichzeitig vergisst man dadurch Fackeln zu setzen. Weil es halt immer drumherum hell ist. So. Und da habe ich welche gesetzt. Und ja, der Zombie ist irgendwo hinter der Wand. Ja. So. Und hier ist auch schon die Lava. Man sieht sie auch auf der Minimap. In die sollte ich dann nicht reinbuddeln. Das Problem bei den neuen, also bei dieser neuen Erstgenerierung ist jetzt halt, wenn ich hier unten farm, finde ich nur Diamanten. Dann Redstone gibt es hier noch viel. Es gibt ein kleines bisschen Eisen, ein kleines bisschen Lapis und ein kleines bisschen Gold. Halt gar keine Kohle mehr. Und ja, Eisen und Gold. Und Lapis sind auch eher selten hier. Bis irgendwann muss ich nochmal so eine Zwischenkammer bauen. Für Eisen und eine für Gold. Und Kohle ist halt ganz weit oben. Kohle ist bei 96 am meisten. Und bei Höhe 0 hört es schon auf. Also unter 0 wird anscheinend keine Kohle mehr generiert. Hier erstmal ein Crafting Table. Ich wollte eigentlich nur einen machen, aber ja, Mod hat eingesetzt. Dann
immer einen Ofen rein. Und noch eine Truhe. Beziehungsweise, komm, wir machen gleich mal eine Doppelt. So. Gibt es hier einen Wegpunkt rein? Was war denn die Tasse? Ja, okay. Soll ich es überhaupt Mine nennen? Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich kein Minenschacht, aber das Minen, die ich gebaut habe. Ich weiß gerade gar nicht mehr, in welcher Farbe die anderen Sachen gemacht haben. Einfach mal sagen, ja, komm, wir machen die Mine golden. Auch wenn es hier auf der Höhe nicht so viel Gold gibt. Ja. So, dann weiß ich eher, was gemeint ist. Ja, passt. Ja, schön. Dann ja, gibt es hier noch mal zwei Ruhe. Und hier ist dann quasi mein Strip Mining Gang. Kann ich da noch eine Tür dran setzen? Was eigentlich auch nicht so viel bringt, weil die Zombies und Skeletten und Creeper und alles mögliche eh von oben runterkommen kann. Weil ich dann nichts zugebaut hatte. Aber ja. Wird schon gehen. Komm schon. Oh, Redstone. Redstone ist auch nice. Runde. Ich habe ja vorhin gemeint, wegen der Kohle müssen wir auch mal noch gucken. Aber eigentlich könnte ich auch so eine Bambuszucht machen, das als Brennstoff verwenden. Dann wird sich das halt alles automatisch regeln. Oh, nice! Diamanten. Sehr schön. War das jetzt echt nur einer? Komm schon, ich bräuchte. Ah, da, danke. Noch drei für eine Spitzhacke. Und finden wir noch einen. Also ob da jetzt nur zwei waren. Ich meine, zwei Diamanten sind besser als keiner, aber damit kann ich maximal eine Hake bauen. Die Diamond Toe. Kann man irgendwann mal machen, wenn man mehr als Diamanten hat, aber vorher nicht. Zumindest würde ich es nicht empfehlen. Ja, okay. Ich glaube, hier ist keiner mehr. Komm schon, ein Diamant noch. Vergessen. Immer. Nee. Mein Versuch war es. Ja, Mod, was willst du jetzt dann gleich machen? Wenn, ja, wenn alles aufgebraucht ist und Spitzhacken, da hast du ja eigentlich nichts mehr, was du austauschen kannst. Durability. Nice! Diamant! Sehr schön, jetzt haben wir eine Spitzhacke. Nice.
Sehr schön. Danke, Minecraft. Jetzt haben wir sogar 6 Diamanten. Richtig gut. Und komm. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil es sich automatisch die ganze Zeit reinsetzt, weil ich das überhaupt nicht gewohnt bin. So. Dann wird es hier erstmal einen schönen langen Gang. Und dem abgehend würde ich sagen, ab hier ist dann alle zwei nochmal einen weiteren Gang. So. Und in die andere Richtung natürlich genauso. Das ist dann so mein Strip-Mining-Tunnel. Jetzt einfach gemacht, damit ich mich noch dran erinnere, wenn ich das nächste Mal hier runterkomme, was ich hier vorhatte. Und jetzt, ja. Okay. Ach, okay, hier. Teleport to Waypoint. Autsch. Okay. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt den Laufweg gespart. Praktisch. Und es wird direkt geschlafen, wenn es wieder Nacht ist. So. Aber ich würde sagen, das war es jetzt auch mit der Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.